Willkommen, Baschi Dürr. Fangen wir gerade mit den Folgen an. Was machen Sie, damit auch die, die wenig gut verdienen, ihre Wohnungsmiete künftig noch leisten können? Frau Dong, ich bin überzeugt, dass der beste Mieterschutz ist die Erweiterung des Angebots. Je mehr Raum es gibt, desto tiefer sind in der Tendenz die Preise. Ich glaube, wir müssen schauen, neue Raum können schaffen in unserem Kanton. Zonenplan ist ein Stichwort. Was ich nicht daran glaube, ist, dass man mit rigorosen Bauverbot oder mit Subventionitis, so wie es jetzt die Regierung will machen, etwas will erreichen. Das kann nie allen genügen. Wie und wo leben Sie? Ich lebe zurzeit im Kleinbasel oder zurzeit wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang. Wir haben den Haus gekauft noch nicht lang. Das will ich ausgesprochen wohl dort. Aufgewachsen bin ich im Gellert und habe dazwischen eigentlich fast in allen Stadtteilen mal gelebt. Was unternehmen Sie, damit die Durchmischung in den Quartieren besser wird und niemand mehr von Ausländern Ghettos reden kann? Ich glaube nicht, dass die Politik das allzu fest steuern kann. Quartiere entwickeln sich, vor allem auch mit der Bausubstanz, entlang von den Preisen. Es gibt immer Quartiere, die günstiger sind, dann gibt es wieder Quartiere, die teurer sind. Das tut jeweils eine gewisse Klientel anziehen. Es hat immer Arbeiterquartiere und andere Quartiere gegeben. Von dem her glaube ich nicht, dass die Politik irgendein Programm aufgleisen könnte, das jetzt Leute verpflanzen und schauen, dass die Stadt möglichst gemischt ist. Ich glaube, die Politik muss schauen, dass es in allen Quartieren das, was sie machen kann, Strassengestaltung und so, dass es dort gut ist. Aber weil in dem Sinne Politik betreiben, wo wer muss leben, daran glaube ich nicht. Sie haben selber eben mal im Gundeli gelebt, momentan im Kleinbasel. Was sind Ihre Erfahrungen mit Ausländern? Gute Erfahrungen mit Ausländern tue ich weniger bei mir daheim als auf der Strasse oder im Geschäft oder in der Politik auch, wo man mit ganz verschiedenen Leuten zu tun hat. Nein, ich habe jetzt nicht in dem Sinne spezielle Inländer- und Ausländererfahrung. Ich habe Erfahrung mit verschiedensten Menschen. Das ist etwas vom Spannendsten in der Politik überhaupt. Was wollen Sie machen, damit Quartierstraßen belebter sind und Kinder dort spielen können? Ich denke, in erster Linie sind dort Quartierbewohner selber gefragt. Also wenn irgendwo eine Initiative entsteht, jemand möchte eine Begegnungszone einrichten, möchte irgendwo schauen, dass Kinder auf der Strasse spielen können, ich glaube, dann kann man zum Kanton kommen und hier selber aktiv werden. Ob immer und überall jede Strasse auch noch muss bespielt werden, bin ich ein bisschen skeptisch. Ich glaube, wir haben grundsätzlich ein sehr dichtes Netz, gerade von Spielplätzen, von Parks, von Grünflächen. Also ich glaube, da ist in aller Regel gibt's viele Möglichkeiten von Familien, auch draussen irgendwo mit ihren Kindern zu sein. Sie sind ja selber eben im Gellert aufgewachsen. Was haben Sie gegen die Langweil denn gemacht? Ich weiß nicht, ob das Gellert ein ausgesprochen langweiliges Quartier ist. Es ist sicher nicht das belebteste Quartier. Ich glaube aber auch nicht, dass die Stadt nur aus Rambazamba-Zonen bestehen sollte. Ich glaube, in der Stadt sollte man ruhig wohnen können, sollte man aber auch in den Ausgang gehen. Das ist immer ein Nutzungskonflikt, das bleibt ein Nutzungskonflikt. Da gibt es keine eindeutigen Antworten, wie man hier aneinander vorbeikommt. Aber ich glaube, das Ziel kann nicht sein, dass einfach überall alles gleich ist oder dass überall immer noch mehr basiert. Ich bin überzeugt davon, dass in Basel-Stadt heute schon relativ viel basiert, dass wir eine belebte Stadt sind, belebter auch, als man gerne gemeint wird. Was machen Sie damit, Velofahrer, Autofahrer und Fußgänger besser aneinander vorbeikommen? Ich glaube, wichtig ist hier, dass die Politik sieht, dass es alle Verkehrstage braucht. Heute haben wir so ein bisschen das Gefühl, es ist ein bisschen ein böses Liebspiel, so quasi das Auto überall und immer weg, Velofahrer unbedingt durch jede Strasse auch noch zwängen. Ich glaube, mit einer Entflechtung von den Verkehrsträgern, also hier mehr Auto, dort mehr Velo, hier Fußgänger, kommt man am weitesten. Das kann zum Beispiel heissen Tempo-30-Zonen, wie es ja Basel fast schon flächendeckend gemacht hat in den Quartieren. Aber das soll dann auch heissen, dass es andere Strassen gibt, um dann halt 50 fahren, die eher für das Auto reserviert sind. Fahren Sie Velo oder Auto? Ich habe weder ein Velo und noch ein Auto und auch kein GEA und auch kein U-Abo, aber ich bewege mich trotzdem, bin durchaus mobil. Ich laufe häufig in der Stadt, bewege mich auf einem relativ engen Perimeter in der Regel, ich sage zwischen Geschäft, Wohnen und Rothaus. Ich habe einen Roller noch, so einen kleinen Scooter, wenn es mal ein bisschen weiter ist. Und so in der Schweiz bewege ich mich vor allem mit dem Zug. Und wie viele Busse haben Sie denn mit dem Roller schon bekommen? Mit dem Roller habe ich auch schon die ein oder andere Busse gekriegt, nicht allzu viel. Und Audi fahre ich auch, also es ist nicht so, dass ich nie Audi fahre, unser Haushalt hat ein Audi. Habe ich auch schon die ein oder andere Busse gekriegt, aber selten. Ich bin sicher mal schnell gefahren, ich glaube mit dem Roller mal ein Rotlicht überfahren. Das ist jetzt das, was mir gerade in den Sinn kommt.
Wie sorgen Sie dafür, Herr Dürr, dass auf der Straße niemand mehr Angst hat vor Gewalt? Das ist ein grosses Thema, gerade wieder diese Tage, die Sicherheitsdebatte. Ich glaube, wir müssen ein bisschen wegkommen von dieser Statistikdiskussion, zu beweisen, dass es die Stadt sicher ist, oder zu beweisen, dass die Stadt unsicher ist. Das ist ja immer irgendwo relativ und hängt auch viel mit eigenen Empfinden und auch der eigenen Erfahrung zusammen. Wenn ich mich sicher fühle, hilft das jemandem, der sich nicht sicher fühlt, die Angst hat auf der Straße, wenig. Ich glaube, wir müssen einerseits noch besser, noch mehr kommunizieren, nicht weniger, wie jetzt zurzeit auch gefordert wird. Und die Polizei muss vor allem, aber ich glaube, da ist sie dran, noch probieren, konkreter Zusammenhänge zwischen Häufungen von Delikten und möglichen Lösungen aufzuzeigen. Und da ist das ein Stichwort Präsenz von der Polizei auf der Straße, das ist sicher etwas Wichtiges. Aber ich glaube, fast noch wichtiger ist die Flexibilität, möglichst schnell, möglichst flexibel, möglichst anpasst, auf bestimmte Delikte können zu reagieren. Ist das Thema Sicherheit bei Ihnen daheim am Esstisch ein Thema? Nein, ich war auch schon einmal das Thema gesehen, aber steht nicht zuvorderst. Und sind Sie selber mal in eine heikle Situation gekommen? Einmal auf dem Bahnfiesterplatz, das ist jetzt allerdings auch schon 15 Jahre her, zusammengeschlagen worden. Das ist allerdings jemand, der mich persönlich kennt hat und mir irgendwie in der Nase gehabt hat. Sonst bin ich persönlich, nein, jetzt noch nie in einer Situation gewesen, wo ich mich unwohl gefühlt habe. Obwohl ich zum Beispiel bei der Clara Matte gewohnt habe, so einem Gebiet, wo als Inter gefährlich gilt. Aber noch einmal, wenn ich mich sicher fühle, hilft das jemandem, der sich nicht sicher fühlt, überhaupt nicht. Und von dem her, glaube ich, ist auch die Gefühlslage von Politikern nicht eine entscheidende Frage. Im wichtigen Bestreben, die Stadt noch sicherer zu machen. Sollen die Steuern in Basel-Stadt gesenkt werden? Auf jeden Fall. Wieso? Weil sie zu hoch sind. Aus welchem Grund? Für Unternehmen oder für natürliche Personen? Also im Vordergrund steht sicher, wenn wir den Wettbewerb auch anschauen, mit den anderen Kantonen die Unternehmensbesteuerung. Da sind wir immer noch ganz, ganz hinten im Ranking. Kaum ein anderer Kanton besteuert seine Unternehmen so hoch wie wir. Da ist leider ja jetzt eine Vorlage nicht durchgekommen vom Volk. Wahrscheinlich hätten wir hier noch besser kommunizieren müssen, warum es diese Vorlage braucht. Das Gefährliche ist immer, dass man sich ein bisschen auf den Lorbeeren ausruht. Jemand hat im Grossen Rot dann auch gesagt, ja, Roche und Novartis, die sind sowieso da, die schaffen sowieso Arbeitsplätze, auf die müssen wir keine Rücksicht nehmen. Und ich meine, solche Haltungen sind wahnsinnig gefährlich. Wir müssen Standortmarketing Schritt für Schritt, Mosaiksteine für Mosaiksteine schauen, wie wir die Stadt noch attraktiver machen können. Und da spielen die Steuern nicht die einzige, aber auch eine Rolle, sei es bei den natürlichen Personen, sei es aber eben auch im Speziellen bei den juristischen Personen. Wie hoch ist die Steuerrechnung letztes Jahr gewesen? Das möchte ich so nicht kommunizieren, beziehungsweise doch, sie ist sehr, sehr tief gewesen, insofern, als wir das Haus umgebaut haben und dann kann man ja sehr viel abziehen. Aber sonst, das Einkommen lege ich so nicht offen. Was ich aber wichtig fände, ist, dass die Regierungsräte ihr Einkommen offenlegen. Das machen sie heute leider auch nicht. Wenn ich gewählt werde, würde ich das im Detail offenlegen. Jetzt sind wir gespannt. Wie wollen Sie das kulturelle Leben in der Stadt beleben und den Jugendlichen mehr Freiräume zur Verfügung stellen? Ich glaube, grundsätzlich, als vorhin schon erwähnt, habe ich das Gefühl, in dieser Stadt läuft schon sehr viel. Also es ist nicht so, dass wir grundsätzlich Brachland wären. Ich wüsste keine andere so winzige Stadt auf der Welt, die so ein wahnsinnig breites Kultur- und Ausgeh- und Veranstaltungsangebot hat. Was die Freiräume der Jugendlichen anbelangt, denke ich, müssen wir ein bisschen unterscheiden zwischen moderierten, finanzierten, geregelten Bereich, wo der Kanton sehr viel macht, Treffs, Organisationen, die er unterstützt. Es gibt Sportclub und. Also, da können praktisch alle Jugendlichen irgendwo eine sinnvolle Beschäftigung oder eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung finden. Das andere ist also ein bisschen eben der ungeregelte Raum, das, was sich die Jugendlichen selber auch irgendwo noch kämpfen wollen. Und dort durchaus auch in einem Kontrast oder in einem gewissen Streit zum Establishment. Aber ich glaube, da sind in allererster Linie die Jugendlichen selber gefordert, ihre Kreativität. Und ich muss auch ein bisschen lachen, wenn die Jugend sagt, oder wenn gewisse Jugendvertreter oder solche, die sich als das verstehen, sagen, ja, wir müssen der Jugend jetzt hier Freiräume geben, sie sollen sich selber entfalten können, aber der Kanton soll dann gefälligst Flächen nehmen und am besten noch Geld zur Verfügung stellen. Das geht so nicht auf. Wie wild sind Sie als Jugendliche gewesen? Ach, wahrscheinlich nicht wahnsinnig wild. Wie sorgen Sie dafür, dass die Anwohner auch mal ihre Ruhe haben? Das ist also ein bisschen mit dem Nutzungskonflikt, den ich vorher schon angesprochen habe, wo man, glaube ich, nicht flächendeckend kann entscheiden. Also ich finde damals auch durch Entscheid, ab der 8. faktisch keine neuen Garten- oder Hinterhofbeizen mehr zu bewilligen. Also die, die länger offen haben als 8, finde ich falsch. Ich glaube, wir müssen jeweils den Einzelfall anschauen. Aber das können wir nicht raus.
Und die Verwaltung muss, denke ich, mehr den Handlungsspielraum wahrnehmen, mehr auch bereit sein, im Einzelfall zu entscheiden und nicht wollen mit Verordnungen bis hin zu, wenn ganz genau, wo dürfen Strassenmusikanten spielen, alles will im Detail regeln. Am Schluss muss der gesunde Menschenverstand. Wir müssen leider ein bisschen vorwärts machen. Wenn und wo ist es Ihnen denn zu laut? Ach, das ist vielleicht dann, wenn die Teenager-Tochter von meiner Frau voll aufdrüllt und ich irgendetwas lesen möchte, dann ist es manchmal ein bisschen zu laut. Was werden Sie machen, damit es in der Stadt wieder mehr unterschiedliche Läden gibt und die kleinen Läden überleben können? Ich glaube, du hast vor allem den Konsument gefragt, nicht die Politik. Ich habe mir letztens so einen Besitzer von einem kleinen Laden gesagt, wenn wir sie zutun, ja, die Leute gehen grosse Einkäufe am Wochenende irgendwo mit Meldungen machen, wenn aber zu oben am 9 Uhr noch können eine halbe Liter Milch kaufen können, wenn sie es vergessen haben und sind dann beleidigt oder enttäuscht, wenn sie den Laden zumachen müssen. Ich glaube, es sind Konsumenten, die primär entscheiden und nicht die Politik. Wo kaufen Sie? Sehr situativ. Wo ich quasi vorbeilaufe gerade, kaufe ich das, was wir brauchen daheim. Wie wollen Sie erreichen, dass die Strassen sauber werden in Basel-Stadt? Zum Teil sind schon Sachen gemacht worden. Also hier wegkommen von einer flächendeckend überall gleich putzen, hin zu flexibel, bis ähnlich vielleicht in der Polizei, können einzugreifen dort, was dreckiger ist. Ich habe keine Badem Rezept. Eine Idee ist, die wir mal eingebracht haben, so etwas Neues, gewisse Abschnitte am Rhein zu verpachten. Das heisst, damit nicht sie der Öffentlichkeit zu entziehen, aber sie zu verpachten, sprich eine Verantwortliche für ein Stück Rheinabschnitt zu machen. Leider hat die Politik so neue Ansätze nicht prüfen. Ich glaube, wir Schritt für Schritt dranbleiben. Stellen Sie Ihr Beppi-Sag auch mal für Ihnen raus? Nie. Perfekt. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen, Frau Dahl.